So, liebe Leute, damit sind wir wieder zurück beim Car-Mechanik Simulator, der Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind kräftig dabei. Wir hauen uns jetzt das nächste Auto auf die Ebenbühne. Und das würde ich sagen, machen wir noch glatt. Erste Ebenbühne. Dann gucken wir, was wir noch für Aufträge haben. Wir gucken, ob schon da. Oh, wir haben 3 Aufträge insgesamt. Erlaubte Ansatzzeit zu stellen. Was ist das hier? Das ist ein Kampagnenauftrag. Ach, das ist ein Kampagnenauftrag. Den nehmen wir, dann ziehen wir den erstmal vor. Würde ich sagen. Sorry, Chefe, dein Auto muss jetzt mal ein bisschen hinten anstehen. Ich muss. Gut, dann werde ich erstmal den machen und dann werden wir dann den ersten Kampagnenauftrag machen. Muss ich jetzt erstmal das Auto hier ein bisschen vorziehen. So, was hat er überhaupt jetzt hier gesehen? Mit seiner Fachzeitschrift da, so ein bisschen. Ich habe an der Fachzeitschrift gelesen, dass die Nordwelle einlaufen kann. Stimmt das wirklich? Vielleicht schauen Sie sich das einmal an und wechseln Sie mal Bedarf aus. Öl muss sich auch nochmal wieder erneuert werden. Wenn du sonst etwas haben willst, machen Sie es bitte in einem Rutsch mit fertig. Öl wechseln, alles Öl ablassen und neues eingießen. Ach ja, keine gefundenen defekten Teile tatsächlich hier. Das heißt, wir müssen gucken, was wir haben. Das heißt, es wird eine Sichtprüfung sein. Werten und dann werden wir alles, was da so drauf ist, mit rausballern. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Also Ölwechsel auf jeden Fall. Und dann haben wir soweit auch das Ding durch. Gut, aber das wollen wir nicht jetzt. Das kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wir gucken erstmal, beziehungsweise nicht in der nächsten Folge, im nächsten Auto, wenn wir den hier erstmal fertig haben. Wir gucken uns erstmal den hier. Ist eine Bremsscheibe belüftet, die Bremssattel Typ A und die Bremssattel Typ A. Aber in erster Linie werde ich mal mein Inventar aufreiben. Jo. Alles erstmal verticken hier, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Ist nicht viel. Ach, eine Kiste? Die kann ich öffnen? Was haben wir denn hier drin? Qualität plus 1. Ein Ansaugkrümmer. Ein Turbo Rot A Tuning Teil. Cool. Behalten wir erstmal, würde ich sagen. So. Na, dann gucken wir uns das Auto einfach mal hier an. Dann packen wir den mal auf. Und wir gucken mal, ob die Haube, was hat er denn überhaupt? Vielleicht hat er was Wichtiges unter der Haube. Bam. Machen wir mal kurz eine Sichtprüfung. Was hat er denn hier Falsches? Da vorne ist auf jeden Fall die Bremsscheibe und die Bremsbeläge, glaube ich, runter. Also müssen wir da auf jeden Fall schon mal ran. Hinten genauso. Da auch. Und ich weiß nicht, wie die Seite aussieht hier. Wir nehmen erstmal die Reifen ab, muss ich sagen. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Ja, wir müssen ja weiter gucken. So. Ich glaube, ich nehme heute ein bisschen auf. Ich glaube, ich wollte nicht so viel machen, aber ich habe das Spiel jetzt mittlerweile verstanden und ich weiß jetzt, wie es geht. Macht manchmal. Ja, das ist eigentlich jetzt cool gemacht. So. Erstmal die Brille. Alles, was da runter muss, sind erstmal die Reifen. Das ist das Erste, was ein Mechaniker macht. Hau erstmal die Reifen runter, damit man das stört. Weil ich glaube, das sind mehrere Teile. Das sind, glaube ich, fast alle Seiten machen müssen. Weil er sagte, Bremsen sind schlecht und da leuchtet uns schon was rot entgegen. Ja, natürlich. Das heißt, da gehen wir auf jeden Fall mal die Bremssattel runter. Da gehen auf jeden Fall auch die Bremsbeläge mit weg. So, dann haben wir das hier hinten auch weg. Gut, gucken wir mal Sichtprüfung. Warte mal, ob da was noch dran ist, was da sein muss. Nö, eigentlich erstmal hier nicht. Guck mal, was hier ist. Sichtprüfung. Hier ist alles. Easy, easy, easy. So, vorne rein. Da muss da auf jeden Fall was runter. Das ist klar. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal. Der Bremsscheibe. Es dürfte ein Bremssattel sein, ne? Die sehen aber alle beschissen aus eigentlich. Und dann damit also. So. So. Guck mal, was er hier hat.
Warte mal, Sichtprüfung. Spenden. Oh ja, hier ist die Bremsscheibe runter. Und wächt mit der Bremsscheibe. Warum ich mir die Karre nicht eigentlich noch weiter aufpacke, verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Es ist viel zu kompliziert, was ich gerade mache. Das heißt, hoch damit. So, Sichtprüfung. Sollte eigentlich jetzt okay sein. Gut. Gut, gucken wir mal ins Inventar, was wir da haben, was wir brauchen. Auf jeden Fall Bremssattel Typ A. Die Tuning-Teile, die nerven gerade ein bisschen, aber ist okay. Die lassen wir erstmal so, wie sie sind. Falls irgendwie auf die Idee kommt, ey, ich muss unbedingt tunen. Das kann ja alles auch passieren, ne? Gut, fangen wir mal an mit der Einkaufsliste. Ich brauche jetzt nicht auf die Einkaufsliste zu setzen, sondern ich werde jetzt Step by Step die Sachen über das Handy kaufen. So, gucken wir mal rauf, was wir so brauchen. So, auf jeden Fall fangen wir an mit dem Bremsattel-Typ A. Den brauchen wir auf alle Fälle. Brauchen wir einen Kolben dafür? Oder sehen die noch gut aus? Die sind alle drei noch gut aus, die ich runtergebaut habe. Okay. Gekauft. Die Bremsscheibe. Wo muss noch ein Bremssattel? Ich kaufe noch einen Sattel, komm. So, Bremsscheibe. Was hat er gesagt? Unbelüftet, ne? Ja. Die ist hier unten. So, und theoretisch haben wir jetzt alles wieder. Bremssattel Typ A. Bremssattel Typ A. Ich brauche jetzt heute. Ich brauche einen Bremssattel, ne? Weiteren Bremssattel. Kauf mal. So. Gut. Dann bauen wir die Karre wieder zusammen. Fangen wir an. Wir haben ja alles jetzt. Wir haben ja 100. Wir nehmen jetzt mal die 88%, die bauen wir da rein. So. 82%. Ja. So, drauf. Jetzt können wir mal neue Reifen holen, aber brauchen wir jetzt alle. Er will keine, er kriegt auch keine und damit ist das okay. So, vorne fertig. Eine Seite. So, jetzt schauen wir die andere Seite noch nach, weil hier fehlt nämlich auch noch ein bisschen was. So, Menü öffnen, fangen wir an zu montieren. Ah, hier ist die Bremsscheibe, wo es hier runter drauf ist, ne? Da jetzt drauf. So. Die Bremssattel drauf. So. Ja, das fand ich komplett neue vorne drauf, aber er hat sie zumindest gekriegt. Gut, dann geht jetzt hier hinten das Wetter, das fleißige Bauen weiter. Oh, das war jetzt keine Absicht. Unter dem Deckel erstmal reinsetzen, bevor ich jetzt irgendwas mache. Ja. So, Bremsbeläge rein. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles wieder haben will. Also, perfekt. Jetzt gucken wir, was wir hier machen müssen. Ob wir hier noch irgendwas nachbauen müssen. Eigentlich nicht, ne? Ja, passt doch. Soweit. So, Auto soweit wieder fertig. Alles andere haben wir ja gemacht.
Ja, Gott, den Quark haben wir da runtersetzen. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Schon wieder. Ich würde gleich mal den runtersetzen. So. Hin und her und hin und her. So. Hey, wir haben eine Grundstellung. Tür zu. Fertig. So, eigentlich alles gemacht. Perfekt. Ausverbänden. Was kriegen wir dafür? 325 Auto ist fertig. So, jetzt geht's mit dem Kampagnenauto weiter. Das wird ein bisschen mehr Arbeit, vermute ich mal. Fahrzeug bewegen auf eine Hebebühne. So, fangen wir damit also an. Die Frage ist, was hat denn der alles so drin? Motorhaube mal auf. Auf dem ersten Blick sieht das zumindest hier ein bisschen mit aus. Die ganzen Zylinder, die ganzen Zündkerzen hier, die sind alle runter. So wie das zumindest aussieht gerade. Gucken wir nochmal schnell nach dem Auftrag. Weil nicht, dass da irgendwas noch passiert. Alles. Oh, Jeep Wrangler sogar. Das sind also die warten. Gut, dann wenn wir den hier auf die. Das mal reinsetzen. So, aber das ist auch ein. Was ist das für ein Auto überhaupt? Ist das ein Lexus? Sieht so aus, ne? ES 200, 300, um die 200, glaube ich, ist das. Gut, aber wir erstmal schauen, was unser Kampagnenauto macht. Was der so runter hat. Auf dem ersten Blick gar nichts. Also Ölwechsel hat er gesagt. Beziehungsmodus. Der hat ja gefühlt gar nichts runter. Würde ich sagen. Also auf jeden Fall Ölwechsel mal runter machen. Okay. Die Frage ist, was hat. Er hat ja gar nichts gesagt, ne? Info. Gefunden defekte Teile. Ich habe noch. Die Nockenwelle. Ölwechsel, also Öl auf jeden Fall mal runter. Das heißt auf jeden Fall mal rausnehmen. So. Ja. Mal gucken wir einfach drunter. Was anderes bringt ja jetzt. Kurz mal mit dem Inventar gucken, dass wir hier die ganzen Teile, die wir ja vertickt haben, die verkaufen wir nämlich direkt mal. So. Und dann gucken wir nochmal in die Kiste rein hier schnell. Was wir schönes haben. Ein paar Teile auf jeden Fall. Plus 1, plus 2. Ansaugkrümmer, einen Halter für den Generator und einen Endschalldämpfer für den Carrera GT. What? Okay. Why not? Behalten wir erstmal, falls wir wieder was brauchen. Aber die Nockenwelle hat er gesagt, die ist durch. Die Karre ist so zugebaut hier gerade. Die Frage ist, was will der jetzt hier mit der Nockenwelle? Die Frage ist, wo ist denn die scheiß Nockenwelle? Ja, die ist hinten, ne? Die Nockenwelle müsste hinten sein. Im Antriebsrad. Das ist das Ding hier. Erster Linie sagt er mal gar nichts. Ich kann so nichts gerade machen, weil. Okay, wenn ich jetzt hier in den Modus gehe, hat der richtig viel WWchen. Weil hier ist eine Zwischenwelle, die vom Getriebe hier, diese Welle, die muss raus. Wenn das so aussieht, fahren wir es mal an mit den Reifen, würde ich sagen. Schau mal, sind die runter. In dem Modus muss ich hier. Nehmen wir erstmal die Reifen runter. Weil ich im Linksmodus bin, nicht im Sichtmodus, sondern im anderen Modus.
sehe ich da, glaube ich, so ein bisschen mehr, was da so dran ist an dem Auto. Ich glaube, das wird dann eine größere Arbeit. Das, glaube ich, wird keine so relativ leichte Arbeit werden. Die Karre ist natürlich, glaube ich, die hat richtig was runter, glaube ich. Wenn ich da ein Menü sehe, dann sehe ich da auch eine Radnabe und so runter. Aber das müssen wir so Step by Step machen. Ich will jetzt gleich alles, was am roten Teil ist, rausnehmen. Jetzt die Bremsscheiben und die Bremsbeläge zerlegt. Aber egal, wir machen jetzt mal weiter rein. Das ist ja ein Kampagnenauto. So, erstmal runter mit den Scheiben. Den Ding runter. Gut. Gucken wir mal weiter. Was hat der hier runter? Hier hat er auch nur den Bremssattel Typ A. Also gehen die erstmal die Bremsbeläge weg. Die hat er scheinbar runter. Die hat er wieder nötig. Federung hat er drauf. Sehe ich das richtig gerade, dass der Querlenker runter, dass der Hinterachsträger weg ist? Hier eine Feder, Anschlagpuffer, Querlenker. Sehe ich das richtig gerade alles, dass der hinten alles durch hat? Uiuiui. Ja, sieht so aus, ne? Fangen wir mal den Querlenker. Nehmen wir mal den Querlenker. Krieg ich den Querlenker runter? Ich krieg nicht runter, das ist einfach, oder? Jetzt bin ich nervös. Da muss ich ja fast alles demontieren an der Karre. Wie befürchte ich. Das wird ein hartes Stück. Das wird definitiv ein hartes Stück Arbeit, die Karre hier. Da bin ich mir fast sicher. Aber da sind ein paar Sachen dabei. Auftragsdetails, Motor, ja, das ist halt das Problem. Wir müssen halt gucken, dass wir alles demontieren hier. So, gucken wir mal. Bremsscheibe, Bremsbeläge, Bremsbeläge sind runter. Hier sind auch die Bremsbeläge runter, die müssen wir auf jeden Fall neu kaufen. So, hier ist ein Kurbel. Hier ist auf jeden Fall erstmal der Keilriemen weg. Der geht runter. Vom Motorraum raus. Ja, okay. Aber wie gesagt, was mich hier gerade so ein bisschen Sorgen macht, ist tatsächlich alles, was hier hinten ist. Dass da einiges durch ist. Die Frage ist, was kriege ich denn da runter? Wie komme ich an die... Oh, ist das das Hauptgasrohr? Querlenker. Scheiße, ich komme die Achse jetzt demontieren, oder was? Weil, wie es aussieht, ist da hinten der komplette Querlenker weg. Aber wie komme ich da ran? Ist da irgendwas, was ich wissen muss? Ja klar, Ölwechsel ist sowieso klar, dass ich das machen muss. Aber selbst da muss ich erstmal rankommen. Diese scheiß Bleche, das hier. Und wie faxen jetzt gerade? Die scheiß Bleche muss ich da jetzt. Ich damit, dass ich da erstmal rankomme. Die Scheiße entscheidet einfach runter. Da ist nämlich noch einiges drin. Ist noch eine Drosselklappe durch. Der Motorraum ist, glaube ich, auch noch einiges. Zylinderkopf. Boah, Alter, die Karre hat ja richtig was weg. Alter, schmeißt die Karre weg, kauft der was Vernünftiges. Ist auch ein Querlenker runter oder was? Vorderachsträger. Geh ich da noch ran. Komme ich an die scheiß Dinger, an die Teile daran? So, erstmal weg damit. So, dass die weg sind. So, da brauche ich jetzt erstmal noch nichts weiter zu machen. Zumindest von der Seite nicht. Ich
Ja, das ist das Problem. Ich muss jetzt alles, was da ist, an Teilen ausbauen. Gefundene defekte Teile. Das kriege ich alles nicht heute in einer Folge hin. Das kriege ich nicht in einer Folge heute alles hin. Ne? Die sind erstmal weg. Alles andere brauchen wir ja nicht. So, da ist noch eine zwischen den Antriebswelle. Die Dinger. Die weg. Das auch weg. So, dann habe ich zumindest, was hier ist. Alter, was hast du an deiner Karre gemacht? Das Ding auch raus? Radnabe neu. Jetzt mal die scheiß Bremsscheibe runter. Problem an der Sache, das mal ranzukommen an die Scheißteile. So, wie komme ich da jetzt ran? Am besten Radlager raus, Radnabe raus. So, jetzt gucke ich weiter mal an der Aufhängung, ob da soweit alles sonst okay ist. Das heißt, die Hitze ist nicht weg. Gut, dann habe ich den zumindest. Da hinten ist noch was am Arsch. Oh, Alter, was hast du mit deinem Auto gemacht? Ich hab den fast alles. Du kannst fast die komplette Achse vorne wegballern aus dem Auto. So, dann habe ich zumindest die Seite auseinandergefriemelt. Jetzt geht's weiter hier. Was haben wir denn hier noch? So, da ist noch ein bisschen was. Das heißt, ergo, ich kann die ganze Scheiße auseinanderbasteln hier. Fangen wir an damit. Hätte ich die nicht rausnehmen? Die Bremse das war wahrscheinlich runter machen, ne? So, die ganze Schäme, großes Beläge. Damit geht's so weg. Wir damit. Ich hoffe, die Radnabe anzupassen. Die Rückscheibe raus. Die Radnabe raus, oder? Kommst du nicht? Doch, die brauchen wir auch raus. Wie komme ich da jetzt ran? Ach ja, hier hinten an das Ding, ne? Antriebswelle. Die geht auch raus. Aber die auch weg. Dann kann ich die Radnabe, den kann ich noch nicht die Radnabe demontieren, okay? Wieso kann ich die Radnabe demontieren? Weil das muss ja auch alles runter, ne? Die Spurstange kann weg. Das ist Lager hier raus. So, die Spurstange kann ja bleiben. Wieso kann ich die Scheiß. Wieso kann ich das Ding hier nicht auseinander was? Wieso sagt ihr mir die ganze Zeit nein? Was muss da noch raus? Ich kann ja die Radnabe eigentlich runternehmen, aber die Frage ist, was. Ich muss ja weg. Fehlt da noch irgendwas? Herzhaft jetzt, ist das Radlager oder was? Oh Gott, ey. Oh, das wird teuer, mein Freund. Das wird richtig teuer. Weil du kannst nämlich quasi auch die komplette Scheibenbremse, soweit ich verstehe, neu machen, ne? Ja. Geht die auch runter? Geht das Ding weg? Oh, das wird eine harte Nussarbeit. Bis ich die Karre auseinandergebastelt habe. Oh,
Ach, dann geht die auch weg. So, dann habe ich zumindest hier vorne erstmal alles runter. Wenn ich richtig im Kopf habe, müsste ich jetzt eigentlich, was die Aufhängung betrifft, alles weg haben. Nee, hier hinten ist noch irgendwas. Hier ist noch was. Die Gummilagerbox weg. So, fangen wir hiermit weiter an. Kann ich da nicht. Komme ich an die Zwischenwelle ran? Ja, die geht auch weg. Genau. Anlasser auch defekt. So, ich habe jetzt, glaube ich, erstmal, was hier vorne betrifft, alles raus. Und ja, von dem Auto ist fast nichts mehr übrig. Ist hier noch irgendwas, was ich jetzt dran machen muss? Bremsscheibe, Brasserpumpe. Das kann alles raus, ey. Boah, was ich die Karre auseinandergebaut habe hier. Sorry, der Chef, dein Wagen muss das noch warten. Ich habe leider nur eine Bühne. So, fahren wir an mit dem Motor. Das ist das Problem. Zylinderkopf. Erstmal die Zylinder. Fahren wir an mit dem Narren nach. Oh, ist das teuer. Oh, wird das teuer. Bis ich die auseinander... Ich hoffe, wir machen diese Folge erstmal noch nur das Auseinanderbauen hier. Ja. So. Ich kann die Karre fast auf Grund bauen. So, was haben wir denn hier drin? Ist da noch irgendwas drin? Ansaugkrümmer, Zylinderkopf. Da ist die Nockenwelle drin. Zylinderkopf. Was wird das Ding hier draußen immer noch? Die Drosselklappe weg. So, Ansaugkrümmer ist okay. Ich vermute, dass ich hier anfangen muss, erstmal alles auseinander zu basteln. Aber auch nicht. Was machen wir mit der? Gehen wir mit der Karosserie. Fangen wir mit der scheiß Karosserie mal an, vorne die Schuhsteine rauszunehmen. Kann ich nicht hier mal irgendwie ein bisschen Platz schaffen? So, erstmal Scheinwerfer rechts. Scheinwerfer von links und vermutlich habe ich dann erst die okay. Zugsteuer. Aha. Kann ich erstmal nicht. Okay. Demontage von Teilen. Inventar, mein Gott, das wird teuer. So, machen wir weiter am Motor. Der hat auch Krümmer auch raus. Naja, fangen wir mal. So, jetzt geht weiter mit der Nockenwelle. Kann ich die jetzt rausnehmen? Nein, kann ich natürlich noch nicht rausnehmen. Also muss das Steuergehäuse. Aber die Frage ist, wie komme ich denn da noch? Ach, hier vorne muss ich jetzt die ganzen Dinge rausbauen, okay? Naja. Dann geht's weiter mit dem Keilriemen. Der ist doch nicht doch gut. Die Frage ist, was sind da jetzt dran? Die ganzen Dinger hier. Das kannst du rausnehmen. Okay, doch noch rausnehmen. So, die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt ran? Wie kann ich da machen? Ich fange jetzt erstmal da an. Ja, dann geht die runter. Die runter. Wasserpumpe neu. Generator neu. Alter Verwalter, du wirst aber tief in die Dings planen müssen. Ich bin jetzt froh, dass ich hier die Karre auseinandergebastelt habe. Umlenkrolle auch raus. So. Ergo, weiter geht's. Dann fangen wir hier mit der Servopumpe an. Die geht auch weg. Alles klar. Dann haben wir zumindest das. Gummilagerbuchse. Neu. So. Gut, dann geht's hier vorne weiter. Boah, Alter. Ich bin nur am Basteln gerade. Ich bin nur die Karawasser da gebaut jetzt gerade. Welch mit den Klammern, die müssen auch runter. Ich hoffe, dass der Luftfilter direkt mit weg kann. Ähnlich wie bei dem Golf vom Sohnemann.
Ja, da fällt er auch weg. Da fällt der Gehäuse, ist mal wenigstens etwas, was funktioniert. So, dann ist hier die... Was war das hier drin? Was ist hier drunter? Ach, die Kurbelwelle. Die kann es auch... Auch neu oder was? Das ist weg. Gut, Zugführung vom Fahrwerk aus. Das kann ich jetzt noch nicht hier machen. Ich gucke gerade, ob ich hier oben alles habe. Zylinderkopf noch Welle. Ich kann immer noch die Sockenwelle ausbauen, oder was? Muss ich das Steuergehäuse wegnehmen, oder was? Na, hier ist die scheiß... Oh, die Nocken. Die, das Ding hier weg. Warte mal. Geht der weg? Nockenwellenrad weg. Nockenwellenrad weg. Und jetzt kann ich wahrscheinlich die Nockenwelle ausbauen. Ja. So, dann muss ich hier hinten an das Blech ran. Abgaskrümmer, Abdeckung, weg damit. Das Sitzeschild hier vorne rausnehmen. Weil dann komme ich erst wahrscheinlich an den Turbolader ran. Ja. Puh. Dass ihr reicht, euren scheiß Karren immer runterfahren, so fahren müsst. So, dann kannst du das Ding quasi mitnehmen. Also, ich hab die komplett. Du hast wahrscheinlich einen kompletten Motor, Fritte. Du kriegst wahrscheinlich einen komplett neuen Motor mit der Karre. So. Dann geht der hier auch raus. Zylinderkopf darf natürlich noch nicht daraus. Okay. Da ist hier hinten noch was. Was ist denn das hier? Kraftverteiler habe ich damit. Wieso? Zündkerze. Okay, alle neu. Das wird eine Einkaufsliste. Das wird eine Einkaufsliste, Digga. Das wird eine teure, teure Einkaufsliste hier. Dann gehen die runden Zündkerzen raus. Dann gehen die raus. So, dann habe ich, glaube ich, erstmal Thema Motor fast alles raus. Was da so Wehwehchen macht an seinem Baby. So, ich gucke jetzt gerade hier hinten mal durch, ob da noch irgendwo was sich befindet, was... Ich hätte... Welche Überraschung, der Anlasser auch noch. So, da müsste ich einmal alles haben. Dann geht es hier unten weiter gleich, unter der Öl... unter der Ölwanne. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch irgendwas habe. Weil hier muss ich, glaube ich, runter. So. Dann gehen wir den mal hoch, das Ding. Und das ist nochmal, das ist erstmal vorne. So, dann fangen wir an. Ölfilter raus. Lass mich raten, der scheiß Kühler. Auch raus. So, was machst du eigentlich mit deinem Auto? Dieser Moment, wenn du da einfach, wenn du gerade ein bisschen verzweifelt bist, weil denkst du einfach geil, das ist, jetzt ist alles nicht raus. Nein. Nein. Warum auch? So. Okay. Dann geht's weiter mit dem Kühler. Den muss ich jetzt auch ausbauen. So, Kühler. Oder muss der Kühler nicht runter? Ist der Kühler, geht dann scheiß Kühler noch. Hier unten ist noch irgendwas. Die Kurbelwelle. Genau. Die Kurbelwelle muss auch noch runter. So, Kurbelwelle. Aufhängung. Was sind die scheiß Kurbelwelle? Lenkgetriebe. ABS-Steuer. Da ist die Kurbelwelle drin. Wo ist denn da jetzt dran? Welch von Teil? Vorderachsträger, kann der kommen da? Ne, kann natürlich nicht, weil da noch irgendwelche Teile dran hängen. Sehr wahrscheinlich. Ölwanne. Ich werde mal kurz das Öl ablassen hier. Ich muss jetzt gerade gucken. Wo ist mein Öldings? Wo ist mein Öldings? Weil das muss runter. Erste Hebebühne. So, und dann kann ich die scheiß Hebebühne, kann ich wahrscheinlich die Ölwanne ziehen. Oder? Darf ich jetzt nicht.
Mann, diese scheiß Dings, ist egal. Alles ist gut, ist passiert. Ich hatte auch für extra die. So, dann nehmen wir erstmal das Flammenrohr raus. Brauchen wir nämlich nicht. Ich dachte, das ist was fehlen denn jetzt? Was fehlen denn jetzt schon wieder mehr? Das meckert denn jetzt schon wieder? Ist ja hier diese. Ist das die scheiß Vortragsregel oder was? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wieso komme ich nicht an die Kurbel ran? Da oben. Motorblock. Der meckert gerade in seiner scheiß Kurbel. Ich will die runternehmen. So. Ich renn zurückstellen. Weg damit. So, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das dauert jetzt echt noch sehr lange.